Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in der Welt von Enshrouded. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid und wieder reinschaut. Was machen wir heute in der Sonntagsfolge? Kann ich euch sagen, wir werden heute hoffentlich zum Schmied gehen und werden ihn hoffentlich befreien. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wir haben nochmal alle Gegenstände durchrepariert. Ich habe in der letzten Folge so gut wie es geht, habe ich alles mal weggepackt. Wir haben hier zwei, drei Kisten gebaut. Ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass wir hier noch ein paar Kisten gebaut haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht im späteren Spielverlauf vielleicht uns noch ein paar größere Kisten bauen dürfen. Naja, also ich habe hier, es gibt dann hier verschiedene Dinge, ne? Guck mal, Stapel ablegen, Stapel nachfüllen, alles ablegen, alles nehmen. Ich finde diese Mechanik richtig geil. Also ich sag mal, es gibt ja andere Spiele, zum Beispiel 7 Days, wo man auch verschiedene Dinge aufteilen kann, komplett ablegen kann und so weiter und so fort. Und dieses System hier ist doch ein ganz kleines bisschen feinfühliger, wie ein ganz kleines bisschen mehr, einfach mehr mit Liebe gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich kann es euch auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist das genau mein Ding. So, und jetzt gehen wir mal los. Na, hier haben wir einen Gegenstand ausgerüstet, siehe Ausrüstungsmenü. Und dann gehen wir mal rein ins I. Da gucken wir mal, Handwerk. Hier haben wir das Tagebuch. Hier hätten wir dann zum Beispiel den Rucksack, Charakter. Ja, und dann hätten wir hier den Greifhaken ausgerüstet. Ich würde mal sagen, bevor wir den ausrüsten, nehmen wir mal das Schwert in die Hand. Und wir haben ja trotzdem, ne, ihr seht es hier, wir haben das trotzdem nicht mehr da, das Teil. Das heißt, wir haben den Greifhaken trotzdem ausgerüstet. Also, laufen wir mal los. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Hier vorne gibt es wieder, guck mal, also ja, wir können hier jede Menge. Wir können hier alles abernten und können hier die Bienenstöcke wieder nehmen und die, ne, Honig und Wachs ist ja ganz wichtig. Wachs gerade, ich glaube, wegen Beleuchtung, ne? Und Bienenhonig einfach zum Snacken, einfach zum Essen. Übrigens, es gibt kein Bufffood mehr bei uns. Wir sollten dann uns vielleicht mal ein bisschen was gönnen. Wir hätten ja noch die gegrillten Pilze, haben wir noch da. Wir haben den Überlebenstrank, würde ich nicht mit reinnehmen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Passt auf, ich habe gelegt Honig auf die 1, in Pilz gerne auf die 2 und ein paar Beeren auf die 3. Gibt vielleicht jetzt kein besonderes, wie soll ich denn das sagen, gibt jetzt vielleicht keinen besonderen Boni, aber immerhin. Hm? Und die kann man mit dem Bogen einwandfrei jagen. Richtig, richtig toll. Gehen wir rein, nehmen wir alles mit. Weiter geht's. So, dann rüste mal bitte wieder, genau, rüste mal bitte wieder deine Waffe aus, mein Freund. Und dann machen wir hier, guck mal diese Bienenstücke an. Geil. Ich würde mal sagen, wir lassen die ganzen Büsche mal stehen und nehmen die erst zum Ende mit. Ich möchte heute mal gucken, dass wir zum Schmied kommen. Irgendwie muss das doch klappen. Ja, unsere Flamme ist wieder weg. Die zündet wieder irgendwas an. Hier gibt es Beeren wahrscheinlich. Genau, hier gibt es die lila. Hi. Da ist er. Schön geblockt. Wenn man das perfekt hinbekommt, ich schwör's euch, da kommt man irgendeinen Boni. Also der, habt ihr es gerade gesehen? Der war eigentlich gestunt. Das heißt, wenn man wirklich einen perfekten Block schafft, wenn man davon mal ausgeht, dann kriegt man hier immer mal so einen Boni mit rein. Was heißt ein Boni? Dann kriegt man eigentlich nur, hat man die Präventivmaßnahme so zum Thema Waffe. Ne? Und dann kann man den wirklich gut ausschalten, weil der die nächsten paar Sekunden einfach benommen ist. Okay, hier geht alles nacheinander an. Unsere Flamme zeigt uns den Weg. Und guck mal, hier hätten wir jetzt den Enterhaken. Wenn wir jetzt auf E drücken. Das ist ja fett! Okay, da gehe ich mit. Was haben wir hier? Hier können wir... Hey, wir können die Dinge wieder durchsuchen. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen das Teil. Weil das gibt ja immer... Also da müssen wir uns ja gar nicht drum kümmern, ne? Ja, da können wir einmal abhacken und da können wir alles mitnehmen. Wir können hier alles mitnehmen. Bam. Geil. Das können wir mitnehmen, das. Wir könnten die Hölzer hier mitnehmen. Ich denke mal, die Palisaden können wir auch mitnehmen. Ah, die halten einiges aus, ja. Guck mal. Super. Ah, die Palisaden sind nicht so einfach zu zerstören. Was aber einfach geht, sind die Kisten. Bin gespannt, wie man diese Teile dann freischaltet, ne? Diese, oh, eine Granate.
So, und wie kommt man jetzt darüber? Mit dem Greifhaken kannst du dich über. Ja. Alles klar. Okay, also bestimmte Gegenstände aus dem Rucksack sind jetzt runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß jetzt nicht, was das gerade war. Ich hätte jetzt gerne, hätte mich nur mal ja, auf eine Seite geschwungen, irgendwie. Aber gut. Wir sind gefallen, hieß es gerade. Haben wir sonst noch was anderes mit zum Essen? Zum Schnellverzehr? Nee. Ja, komm, weiter geht's. Langsam, langsam, langsam. So, jetzt darfst du mal deine Ausdauer wieder etwas regenerieren. Und dann müssen wir mal runtergucken. Und sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht, dass wenn du dort runterfällst, dass es halt nicht gut für dich ausgeht, ne? Also gehen wir runter ins Meer erstmal. Freue mich. Waren wir ja lange nicht mehr. Bandagen haben wir dabei. Die Waffe sieht auch noch gut aus. Das haben wir gelesen. Das haben wir komplett durchgelesen mit allen. Das interessiert mich mal. Boah, da gibt's immer, man kann das immer wiederholen. Hey, man kann dieses Zeug immer, immer wiederholen. Das ist ja geil. Okay, das feiere ich gerade. Also entweder ist das bei einem Server-Restart oder bei irgendwas anderem. Ja, bleib auf dem Pfad, das wissen wir schon. Ich glaube aber nicht nur, dass sich hier der Server wieder restartet, sondern ich glaube auch, dass sich hier die Monster wieder resetten. Kann das sein? Ja, guck mal. Na klar. Moin. Ich hatte den doch geblockt, oder? Eigentlich hatte ich den geblockt. Aber ist okay. Wieder was gelernt. Ist das eine Truhe oder können wir das einfach zerhacken? Oh hier, das ist dieses gefährliche Ding, was explodiert. Nee, nee, alles gut. Können wir da was einsammeln? Ja, tatsächlich. Guck mal. Oh. Da geht die Miasma-Zeit schneller raus. Ja, okay. Da hinten liegen wir irgendwo, ne? In 20 Meter Entfernung. Da hat es uns irgendwo kaputt gemacht. 14 Meter. Das hier könnten wir einsammeln, ne? Das ist diese Flüssigkeit. Okay. 14, 13, 12, 11, 9. Und wo liegen wir? Oder liegen wir tatsächlich oben? Mach mich wahnsinnig. Liegen wir echt oben? Ich sehe hier nichts. Könnte das wenigstens nicht anzeigen, dass wir oben sind? Okay, passt auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier raus. Ich glaube, hier ging es irgendwo, ging es hier raus. Ja, hier. Genau. Das ist ja geil. Was ist das? Salz. Ja, nehmen wir mit. Danke. Keine Sorge, wir haben noch 2 Minuten. Ja, hier geht's dann einfach, ich wollte gerade sagen, hier geht's dann einfach nur hoch und dann sind wir wieder, und dann sind wir wieder draußen. Und dann gehen wir halt rückwärts. Würde ich sagen, dann gehen wir halt rückwärts zur Brücke. Und dann gucken wir mal, wo unser Leichnam liegt, weil das kann ja nicht sein, das gibt's ja gar nicht. Unten liegt er nicht. Oh nein, das ist wieder der mit der Armbrust, ne?
Boah. Hey, der hat richtig Schaden gemacht, ne? Der hat richtig reingehauen, der Typ. Hier können wir alles wieder einsammeln. Schaut euch mal an, wir können hier alles, können wir wieder einsammeln. Ich dreh durch. Sagt mal, immer eine andere Frage. Könnten wir als... Nee. Könnten wir als Beispiel... Ich habe jetzt eine Idee. Warte mal, wir zahlen uns mal das hier. Ich will doch nicht schlafen, Mensch. Jetzt einfach nur plündern, genau. Könnten wir mit Pfeil und Bogen auf diese Fallen feuern? Ja. Genial. Ach, da kannst du einfach loslassen. Ah. Okay, das ist unser ganzes... Ja gut, das muss man erstmal wissen. Das muss er tatsächlich erstmal wissen. Ja, okay. Aber eine geile Mechanik. Eine geile, geile Mechanik. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, dann pumpt dich mal wieder auf. Genau. Hatten wir nicht auch... Nee, das sind nur... Nee, direkte Benutzung plus ein Int. Boah, guck mal, unser ganzes Inventar ist schon wieder voll. Ey. Es ist nicht normal. Violetten wird für viele mächtige alchemistische Zwecke verwendet. Okay, Holzscheide hätten wir. Das ist die direkte Benutzung, ne? Nur 2 Minuten maximale Zeit. Ja, alles cool. Hier könnten wir halt nochmal pennen. Aber ich glaube, ich würde jetzt erstmal ganz gerne zum Schmied. Oder findet den schlafenden Überlebenden. Das war, glaube ich, der Schmied, oder? Ne, da geht's hin. Das ist der Brückenbaubericht. Da geht's weiter. Genau. Das sollte die... Genau, die Krypta des Schmieds. Okay. Was, eine Krypta? Eine Krypta? Gibt's hier mehr? Wir laufen mal hier hoch. Lass mich raten, hier gibt's garantiert noch mehr so der verfluchte Gegner, oder? Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Büsche können dich verbergen, wenn du dich in ihnen befindest. Benutze sie, um dich an Gegner ranzuschleichen. Die Büsche. Okay. Da vorne ist einer. Das sind 2, okay? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz besonders gut ist, uns da ranzuschleichen, aber wir versuchen es mal. Können wir den abmetzeln von hinten? Okay, okay, das war übel. Da kommen ja gleich 2. Ey, ich hab doch geblockt, Junge. Ich hab geblockt. Boah, okay, krasser Gegner. Okay, krasser Gegner. Wir machen den Bogen bereit, würde ich sagen. Guck mal, dort hinten ist dann ein Fass. Kriegen wir das Fass? Ja! Ja! Super. Okay, tschüss, mein Freund. Wow, danke. Ach nein, jetzt können wir wieder nicht mehr... ich wollte es gerade sagen. Wir können nicht alles mitnehmen, oder? Plündern, das können wir mitnehmen. Boah, guck mal, wie es hier aussieht. Sag mal, ist das Schutt oder was ist das? Frage. Ich schau mal kurz da rein. Weiß, dass der Rucksack voll ist. Kriegen wir da irgendwas? Nee, irgendwas Besonderes kriegen wir nicht raus, wie es aussieht. Aber zum Beispiel, was ist das?
Nee, also das funktioniert nicht. Da brauchen wir schon irgendeine andere Hacke dazu. Wieso haust du nur so an die Seite? Okay, hier könnten wir irgendwas, könnten wir ja ganz besonders abtragen, nehme ich mal an. Wow. Kriegen wir da wenigstens Holz raus, oder wie ist das? Hier ist wieder ein Buch. Gucken wir mal. Noch ein Fehlschlag. Der Sehnenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz. Dann war alles weg. Oh, zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich sparen sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Sehnenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhänge. Und das tut es wohl auch. Balthasar. Also so wie es aussieht, haben wir hier verschiedene Tests gemacht. Also so wie es aussieht zum Fangen. Guck mal, aus so einem Kessel sind wir ja raus. Boah. Alles klar. Was gibt's hier? Hier gibt's Stoffe. Boah, streckt euch. Hier gibt's Stoffe. Hier gibt's Wasser. Hier gibt's... Noch eine Truhe. Klar, mit einer Granate. Hoffentlich dürfen die bald mal selber bauen. Das wäre cool. Lesen wir mal. Beide noch bauen. Ich habe es geschafft. Was? Equilibrium. Das Objekt verwest nicht, unberührt von unerbittlichem Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Und deshalb sind wir wahrscheinlich aus so einem Seelenkessel rausgekommen. Ne? Einzige Chance zu überleben. Heureka, beide noch bauen. Geil. Das war's aber. Wir kommen hier leider. Ich glaube, hier geht's leider nicht mehr hoch. Schade. Aber sehr schön gemacht. Oder was meint ihr? Boah, sehr, sehr schön gemacht. Haben wir hier vielleicht noch eine Möglichkeit hochzugehen? Gucken wir mal hier noch einer Leiter. Leiter? Schade. Da müssen wir höchstwahrscheinlich hier eine Flamme mitnehmen und müssen die Flamme hier aufbauen. Nehme ich mal an. Ausrüstung reparieren. Das ist ja geil. Alle Gegenstände repariert. Ha! Das war ein Schmiedetisch. Okay, dann gehen wir mal rein. Also jetzt habe ich hier wirklich hier draußen alles gesehen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich bin hier irgendwie jetzt neugierig, was jetzt da drinnen auf uns wartet. Entweder ein Gegner, entweder müssen wir gegen irgendeinen kämpfen. Oder vielleicht wartet direkt so ein Seelending da drinnen noch. Ich glaube es gar nicht. Guckt euch das an. Moin! Oh nein, ich hab's gewusst. Vorsicht! Achtung, der greift gleich wieder an. Eins. Geil. Ohne einen Treffer. Haben wir das tatsächlich geschafft ohne einen Treffer? Okay, nehmen wir das raus. Hier sind die Seen. Oh, der hier sieht. Der sah echt nicht mehr gut aus. Hier sind sie alle umgefallen. Guck mal, hier unten können wir noch was nehmen. Was ist das? Ist das ein Alchemietisch? Erzählt nicht. Okay, wir lesen mal. Neuer Geschichtsseiter. Bauern die Flamme. Flammenkrypta. Bauern die Flamme. Flammenkrypta. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit verschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthasar. Oh. Ne, das haben wir noch. Gibt's hier Loot? Gibt leider keinen. Schade. Guck mal das an. Oh, 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 oh.
benötigten Dietrich. Da müssen wir nochmal herkommen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt erwecke den Überlebenden. Oswald Anders der Schmied. Rezept freigeschaltet. Beschwörungsstab. Was ist das? Rezept freigeschaltet. Kohle bei Kohle Brennofen. Okay. Das heißt... Wellbrustpanzer. Und 16 mehr. Also wir haben jetzt sehr viele neue Rezepte freigeschalten, so wie es aussieht. Metallplatten bei der Schmiede. Okay. Okay. Neuer Ort markiert. Ein Marker hinzugefügt. Das wird der hier wahrscheinlich sein, ne? Ja, okay. Quest aktualisiert. Finde den schlafenden Überlebenden. Haben wir ja. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du deine Karte mit M öffnen, um mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren. Rufe die Karte auf und wähle dein Zuhause aus. Das ist ja geil. Mit Schnellreise kommst du wieder zurück. Zuhause Stufe 1. Blut wacht. Nee, Zuhause. Schnell, ich glaub's nicht. Okay, wie geil ist das? Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, das mit der Schnellreise ist schön. Ich bin es aber bei Survival-Spielen tatsächlich so gewöhnt, dass man entweder ganz am Anfang die normalen Dinge benutzt, um zurückzureisen oder vorwärts zu reisen. Und dann im späteren Spielverlauf geht es schon etwas schneller. Aber gut, mit der Schnellreise, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ich bin ehrlich, wenn ich zur Basis zurückkehren muss, dann würde ich das auf normalen, handelsüblichen Weg machen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt echt, wie soll ich das sagen, das klingt jetzt echt böse, aber ich bin das bei den Survival-Spielen, beziehungsweise nehme ich mir das selber immer so ein bisschen als Challenge mit, dass man da halt, wie soll ich das sagen, dass man da halt selber wieder den Weg nach Hause antreten muss. Weil genau das macht ja den Reiz aus. Erstmal mit den ganzen neuen, Dingen, mit den ganzen neuen Eindrücken wieder nach Hause zur Basis zurückzukehren und dort halt alles auszuprobieren. Wobei ich sagen muss, es geht ja hier trotzdem relativ schnell. Ne? Weil, schaut mal, wir laufen hier einfach nur runter. Wir laufen ja hier einfach nur den Weg runter. Wir können auch gerne eine Fackel nehmen, da wird der Weg sowieso etwas heller. Und dann laufen wir einfach nur die Brücke hoch und dann laufen wir die ganze Zeit nur die Brücke lang und dann sind wir ja eigentlich schon zu Hause. Sag mal, Schnellreise kann man machen. Schnellreise ist auch geil. Aber... wie gesagt, jetzt von der Braylin-Brücke nach Hause. Ihr wisst, dass das... ja, das dauert bestenfalls 1-2 Minuten. Dann ist man da. Wollte gerade sagen. Abschwingen, mein Freund. Abschwingen. Ja, ja, nur die Ruhe. Alles cool. Ja, auch nur die Ruhe. Kriegen wir hin. So. Müssen wir jetzt? Nee, ich glaube, wir müssen hier. Genau, wir kommen auch so nach Hause. Genau. Das finde ich richtig cool. Ach so, wenn er Pfeile braucht. Ne? Gerade bei der Brücke mal anhalten. Und dann hier nochmal die Dinger einsammeln. Dann habt ihr schon ein paar gratis Pfeile am Start. Ja, und dann laufen wir halt einfach nur nach Hause. Ne? Was anderes ist es nicht. Oh, das ist ein bisschen nicht so toll programmiert. Guck mal, der Pilz, der guckt raus tatsächlich. Aber gut, das ist Megan auf ganz hohem Niveau. Da hinten ist dieses rote Miasma. Guck mal, das ist dieses absolut tödliche, wo man sich nur ein paar Sekunden drin aufhalten kann. Und dann war's das. Ja, ja, nur die Ruhe. Nur die Ruhe, wir kommen schon nach Hause. Keine Sorge, da hinten ist es schon. Nein, wir sind gleich da. Oh, guck mal. Oh, guck mal, zwei Gegner. Das wird ja immer besser. Okay, das war's. Nehmen wir den nächsten. Schön ist, dass wir hier keine Trefferwertung brauchen. Ne? Einfach draufhalten, Gegner töten, Ende. Ach, und so schön viele Stoffe, wie es gerade hier gibt, ne? Aber ich sag mal, in der Nacht ist es hier deutlich gefährlicher wie am Tag. Weil in der Nacht laufen sie jetzt hier auch noch rum. Rucksack ist voll. Na, das habe ich mir schon gedacht. Da läuft auch noch einer rum. Der gibt vielleicht bestenfalls
Er gibt vielleicht bestenfalls noch ein paar Stoffe. Aber ich würde sagen, wir sind da. Mit der Flamme kommunizieren. Ich würde jetzt sagen, Bauschritt rückgängig. Nee. Beschwöre den Überlebenden. Gehen wir mal hier drauf. Hier haben wir Quests. Die Flamme Überlebenden Werkstätten 4. Was ist denn mit Werkstätten? Schmied, Werkbank, Kohlebrenn. Okay. Wow, was war hier alles so, ne? Quests, finde den schlafenden Überlebenden, beschwöre ihn. Du hast einen Überlebenden gefunden, bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Das heißt, mit der Flamme kommunizieren. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn auch aus einfachen Zweigen herstellen. Okay. Das heißt, Avatar aufwerten. Stärke die Flamme. Das können wir leider nicht machen. Fähigkeitspunkte zurücksetzen machen wir auch nicht. Wir müssen jetzt erstmal so einen Stab basteln. Und wenn wir den Stab gebastelt haben, dann können wir den bestimmt beschwören. Also gucken wir mal. Manuelles Handwerk, Bandage, Garn, Holzpfeil, Lumpen. Wo ist jetzt dieses Teil zum Herstellen? Hier ist der Beschwörungsstab. Guck mal. Was brauchen wir da dazu? Einfach nur ein paar Äste. Kein Slot im Rucksack verfügbar. Das ist kein Thema. Dann werden wir erstmal in den Kisten alles, was geht, dort reinräumen. Stapel nachfüllen, alles nehmen, Stapel ablegen. Ja, geil. Und dann einmal sortieren. Ich liebe das schon. Ich liebe das schon wieder. Das ist richtig geil. Also können wir dann einfach, ne, einfach wie bei anderen Spielen an die Kisten rangehen. Zack. Stapel ablegen. Wenn wir da zu viel haben, dann gerne wieder sortieren. Und weiter geht's. Was wir jetzt aber dringend brauchen, ich glaube, das war Garn. Richtig. Habe ich jetzt nicht geguckt auf die Schnelle. Moment, das war das Manuelle und dann hier den Beschwörung. Ja, nee, Äste. Wir brauchen nur einen Ast. Wir bräuchten nur ein Stück Holz. Okay, passt auf. Nein, das... Ach, das hast du gerade gegessen. Ah, ich habe gedacht, das müssen wir in die Hand nehmen. Nein, es war falsch. Aber okay. So, wo sind hier die Äste? So, mit Ästen ist hier nichts. Kein Thema. Haben wir hier Äste? Hier gibt es diese Fasern, Holzscheide, hier Äste. Dann nehmen wir die mal. Und dann basteln wir uns ganz entspannt einen Beschwörungsstab. Herstellen. Geil, da ist er. Mit Tabulator Beschwörungsstab bereit machen. Und dann können wir hier Oswald den Schmied... Ach, den können wir dann hier irgendwo hinstellen, oder wie? Ist nicht dein Ernst. Das ist ja geil. Okay, finde den schlafenden Überlebenden. Wir haben es geschafft. Mit der Flamme kommunizieren. Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Alles klar. Kein Thema. Hallo. Did you break something? Nicht geschützt. Komfortstufe 5. Herstellen der ersten Ausrüstung. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an. Schwach und mickrig. Man nennt dich Flammenblut. Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen, wäre ein guter Anfang. Okay. Herstellen. Schmiede, Kohlebrennofen, Nägel, Spitzhacken, eine Holzfäller-Axt. Das ist bestimmt eine etwas bessere Waffe. Hier gibt es eine einhändige Keule, ein Fellrüstungsset. Oder auch ein Geschirr. Dekorat dieses Objekt, mit dem du dein Zuhause verschönern kannst. Hier gibt es dann eine Fellkapuze. Boah, guck mal, was wir hier bauen dürfen. Oh, ich weg. Das ist eine komplette Rüstung. Das ist eine komplette Rüstung. Mit allem drum und dran. Guck mal, Stiefel, Hose, Handschuhe, eine Rüssi, also direkt eine Brust und eine Mütze. Einhändige Waffen können wir sogar zwei bauen. Mal eine Keule. Und hier ein derbes Schwert. Da bräuchte man einen Holzscheit. Drei Schrott, zwei Nägel. Können wir das jetzt mal auf die Schnelle herstellen? Pass auf, da brauchen wir nur... Ja, entspann dich mal, ich bin gleich wieder da. Metallschrott hätten wir. Und diese Holzscheide bräuchten wir da dafür. Diese größeren. Sehr schön, dafür haben wir ganz, ganz, ja, eine kleine Auswahl. So, passt auf, wir stellen mal ein paar Nägel her. Einhändige Waffen. Ja, wir haben alles. Boah. Endlich. Wir bräuchten noch ein geiles Schild. Ein geiles Schild bräuchten wir noch. Und eine Schmiede. Ein Arbeitsplatz, in dem ein Schmied... Ah, der dem Schmied neue Herstellungsoptionen gewährt. Geil. Steinkot, dafür bräuchten wir Kohle.
Metallschrott und Holzschrott. Ich glaube, Kohle habe ich schon mal bekommen. Da musst du einfach nur dein Fleisch an dem Grill einfach nur verkohlen lassen. Und dann kriegst du Kohle raus. Steine bräuchten wir 30, sonst hätten wir eigentlich alles noch da. Auch Metallschrott. Aber ich denke mal, das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Also, ein Schmied ist da. Hopsasa. Ausrüstung verbessern. Schau, hier sind alle Gegenstände aus deinem Rucksack und deiner Aktionsleiste, die aufgewertet werden können. Die Verbesserung eines Gegenstandes schaltet neue Perks frei. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zerlegst. Wir müssen die zer... Okay, alles klar. Okay, gibt 2 Giftschaden als Attributsboni. Das ist ja krass. Okay. Also im Prinzip haben wir ja jetzt die Waffe. Dieses Teil da. Könnten wir das jetzt... Ja, also ausrüsten könnten wir es, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht genau wo, aber ich würde dann sagen, wir ersetzen das hier durch die Keule mal. Guck mal. So, halt, Moment. Oh, herstellen Unterschlupf, läutern das Feuer und Kleider. Guck mal, jetzt gibt es noch mehr Quests, die hier freigeschalten sind. Ausrüstung verbessern. Nee, leider nur das rostige Schwert. Das ist schade. Wartet mal, wenn wir die Keule anwählen. Einhändige Waffen. Nein. Nee. Also so, also hier klingt, also hier sieht es zumindest nicht so aus, wie wenn wir die noch verbessern dürfen. Aber gut, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir haben jetzt den Schmied. Das heißt, es geht weiter. Hier. Hier ist auch noch eine Flammenkrypta. Da ist auch eine. Okay. Und hier gibt es Schmiede eine Waffe. Müssen wir dann dahin oder wie ist das dann? Dann müssen wir wahrscheinlich dahin, ne? Sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Es macht riesig Spaß. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.